Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Bange Minuten in Mission Control. Kontakt mit Artemis 1 ging für fast eine Stunde verloren. Mittlerweile ist Orion aber im Mond-Zielorbit und das European Service Modul übertrifft Erwartungen. Die ESA stellt neue Astronauten vor und die ESA-Ministerratskonferenz beschließt den Zugang von europäischen Microlaunchern zu institutionellen Nutzlasten. Gestrandeter europäischer Mars-Rover bekommt eine europäische Landestufe und soll ab 2028 zum Mars fliegen. Und die Vermutung wird bestätigt, SpaceX Starship und Tesla Cybertruck nutzen den gleichen Stahlhersteller. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwoch, den 23. November, hat SpaceX eine Falcon 9 von Cape Canaveral aus gestartet. An Bord war mit Eutelsat 10B ein Telekommunikationssatellit. Der Start sollte eigentlich Montag stattfinden, wurde aber wegen des schlechten Wetters verschoben. Startzeit war 3.57 Uhr MEZ. Die indische ISRO hat am Samstagmorgen eine PSLV XL gestartet. An Bord war mit OceanSat 3 ein Erdbeobachtungssatellit zur Überwachung und Untersuchung der Ozeane. Wenn die News am Sonntagmorgen regulär erscheinen, sollte SpaceX seinen Cargo Dragon zur ISS geschickt haben. Der Start wäre dann am Samstag, den 26. November um 20.20 Uhr MEZ erfolgt. Start natürlich vom Kennedy Space Center PAD-39A. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, ja, wenn dir das Video bisher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Artemis 1 ist weiter auf Kurs und mittlerweile auf dem weit entfernten gegenläufigen Mondorbit angekommen. Vorher gab es aber noch eine Stunde des Schreckens. Am 22. November verlor die NASA für 47 Minuten den Kontakt mit dem Raumschiff. Was die Ursache war, ist, soweit ich weiß, bisher noch nicht bekannt, aber man untersucht weiter das Problem. Das wäre ja ein trauriges Ende gewesen, Kontakt weg und einfach in die Weiten des Alls entschwunden. Es kam aber zum Glück anders und am 25. November konnte erfolgreich der Mond-Zielorbit hergestellt werden. Die zwei wichtigsten Manöver hierfür waren erstens die 2,5-minütige Zündung der ESM-Triebwerke am 21. November, um Orion von seinem vorherigen Kurs zu lösen und zusammen mit der Mondschwerkraft einen mondgebundenen Kurs anzusteuern. Und dann das zweite Manöver am 25. November, um den finalen Orbit um den Mond herzustellen. Dieser Kurs wird Orion und ESM bis zu 432.000 Kilometer von der Erde wegtragen. Während des Fluges werden übrigens eine Reihe an Tests durchgeführt, um das Raumschiff und sein Verhalten besser zu verstehen. Unter anderem testen die Ingenieure, wie sich der Treibstoff bei Triebwerkszündung in den Tanks verhält. Ja, und wie sich dieses Verhalten dann auf die Stabilität des Raumschiffs und seine Flugbahn auswirkt. Apropos Treibstoff, Stand Mittwoch, 23. November, wurden insgesamt etwa 1,8 Tonnen Treibstoff verbraucht. Etwa 67 Kilogramm weniger, als vor dem Start erwartet wurde. Es sind so mehr als 900 Kilogramm an Reserve verfügbar. Auch die Solarflügel liefern mehr Leistung als erwartet. Das kann beides als gutes Indiz gewertet werden, dass Orion und vor allem ESM ja, die Erwartungen übertrifft. Scheinen gute Leute das Ding zusammengeschraubt zu haben. Und ja, hier ein Spoiler für nächste Woche, dann erwartet dich mein Video aus der Fertigung des ESM bei Airbus in Bremen. Aber zurück zu Orion und unserem Mondorbit. Nach 6 Tagen wird Orion dann mit 2 weiteren Manövern erst den Mondorbit verlassen, um Richtung Mond zu fallen und dann mit einer beherzten Zündung in Mondnähe wieder seinen Rückflug zur Erde antreten. Dort angekommen, wartet dann das feurige Ende des European Service Moduls mit dem Namen Bremen in der Erdatmosphäre und dann der wichtigste Test für Artemis 1, ob der Hitzeschild von Orion wie geplant funktioniert. Es ist bisher kein Hitzeschild für den Transport von Menschen mit höherer Geschwindigkeit wieder zur Erde geflogen. Bis dahin freuen wir uns über inspirierende Bilder von Orion in Mondnähe. Mit dabei sind ja die Phantome Soa und Helga, die die Strahlungsbelastung während des gesamten Fluges von Artemis 1 und die mögliche Abschirmung untersuchen sollen. Super spannendes Thema und darum beschäftigt sich ja auch die aktuelle Senkrechtstarter-Technik-Episode genau mit diesem Experiment. Das verlinke ich euch unter dem Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wirklich ein spannendes Thema. Dir gefällt meine News-Zusammenfassung? Ja, dann ist vielleicht der heutige Sponsor des Videos Blinkist etwas für dich. Blinkist fasst die Hauptgedanken von Büchern so zusammen, dass man sie in etwa einer Viertelstunde aufnehmen kann. Und was absolut perfekt für mich ist, dass es die meisten Titel auch als Hörbuch gibt.
Gerade fertig geworden bin ich zum Beispiel mit Abschied von der Erde von dem Physiker Michio Kaku, dessen Buch Die Physik des Unmöglichen ich schon großartig fand. In Abschied von der Erde wird wissenschaftlich korrekt dargelegt, was alles notwendig ist, um dauerhaft auf Mond, Mars und Interstellar unterwegs zu sein. Ob wir eine zweite Erde finden werden, das kann ich euch nicht sagen, aber mit dem neuen Premium-Feature Blinkist Connect kann ich jetzt meinen Premium-Zugang kostenlos mit einem weiteren Account teilen. Das macht natürlich besonders dann Sinn, wenn mich ein Gedanke, ein Blink besonders beeindruckt oder nachdenklich gemacht hat und man mit jemandem anders über das Thema diskutieren möchte. Wenn ihr meinen Link blinkist.de/senkrechtstarter nutzt, ist auch unter dem Video verlinkt, bekommt ihr eine 7-Tage-Testversion und wenn euch Blinkist dann so gefällt wie mir, könnt ihr euch mit dem Link die 25% Rabatt auf eine Premium-Mitgliedschaft sichern. ESA-Ministerratskonferenz. Ich wurde überrascht. Es gibt mehr Geld für die ESA. Auf 16,9 Milliarden Euro haben sich die Mitgliedsländer geeinigt. Vor 3 Jahren waren es 14,5 Milliarden und das war schon Rekord. Das Geld ist für 3 Jahre, also grob 5,3 Milliarden Euro pro Jahr. Der größte Beitrag kommt mit 3,51 Milliarden Euro wieder aus Deutschland, gefolgt von Frankreich mit 3,2 Milliarden und Italien mit knapp über 3 Milliarden. Ja, das seinen letzten Beitrag so um gut 800 Millionen Euro steigert. Platz 4, UK. Ja, die sind trotz Brexit noch ESA-Mitglied mit fast 1,9 Milliarden und dann Dänemark und Spanien mit jeweils etwas über 900 Millionen und die Schweiz ist dann mit über 600 Millionen dabei. Der Rest verteilt sich dann auf die anderen Mitglieder. Wenn man sich die Beitragszahler so anschaut und weiß, dass sowohl Deutschland als auch Italien schon über 2 aktive Astronauten verfügen, dann kann man auch schon die Astronautenauswahl antizipieren. Die nächsten 5 Karriereastronauten der ESA sind Sophie Adenau, eine französische Hubschrauberpilotin, Rosemary Coogan, eine britische Astrophysikerin, Raphael Ligueux, ein belgischer Neurowissenschaftler, Pablo Alvarez Fernandez, ein spanischer Ingenieur und Marco Sieber, ein Schweizer Arzt. Herzlichen Glückwunsch! Würde ich sofort mit jedem von denen tauschen, auch wenn ich nicht ansatzweise genügend qualifiziert bin. Diese 5 werden im April eine Vollzeitstelle bei der ESA antreten und ihre Ausbildung im Europäischen Astronautenzentrum in Köln beginnen. Nach Abschluss der einjährigen Grundausbildung werden sie zu den 7 derzeitigen Karriereastronauten der ESA stoßen und dann für Flüge mit amerikanischen Raketen in Frage kommen. Sorry, der Seitenhieb musste sein. Ich bin mir sicher, dass die 5 Ausgewählten ultra qualifiziert für ihren Job sind. Trotzdem nagt es natürlich an der Kredibilität, wenn es letztlich bei der Astronautenauswahl offensichtlich einfach nur um Cash und Politik geht. Ein Schelm, der sich da denkt, ach, da kann man sich auch die ESA-Politik sparen und mit seinem Cash direkt in die USA gehen. Ja, so will es Ungarn jetzt machen. Während der ESA-Ministerratskonferenz hat der ungarische Außenminister mal eben erklärt, dass sich Ungarn mitten im Auswahlprozess mit Axiom für einen Astronauten befindet, der Ende 2024 oder Anfang 2025 einen einmonatigen Flug zur ISS antreten soll. Dann vermutlich mit SpaceX Crew Dragon. Das war natürlich der Astronautenhandschuh im Gesicht der ESA. Mit seinem Beitrag von knapp unter 100 Millionen Euro musste sich Ungarn vermutlich keine Aussichten auf einen Astronauten machen. Das legt natürlich den Finger in die ESA-Wunde, die zwar Astronauten ausbildet, aber seit 50 Jahren nicht in der Lage ist, ein eigenes Crew-Programm aufzubauen. Wenn man keinen Bock auf ESA-Bürokratie hat, aber gern mal jemanden hätte, der mit Flagge auf dem Arm im All war, kann man viel einfacher direkt einen Joyride ins All buchen. Dass es einen eklatanten Unterschied zwischen Berufsastronauten und mal Hochfliegen gibt, ist, glaube ich, jedem, der diesen Kanal regelmäßig sieht, klar. Für die Mehrheit der Menschen dürfte es aber hauptsächlich die Faszination sein, dass die Person mal im Weltraum war, nicht ob man potenziell ja, trainiert ist, die ISS betreiben zu können. Und seien wir ehrlich, den meisten Politikern ist es vermutlich auch Wumpe, was Astronauten im All machen. Die wollen vermutlich nur mit den Astronauten fotografiert werden. Spannend, dass die ESA mit John McPhail einen Menschen mit körperlicher Behinderung ausgewählt hat. Ja, der britische Arzt McPhail verlor mit 19 sein rechtes Bein oberhalb vom Knie bei einem Motorradunfall. In einer ESA-Studie soll nun untersucht werden, ob ein Mensch mit so einer Behinderung sicher ins All fliegen kann. Da muss zum Beispiel untersucht werden, wie gut und schnell man in Notfällen das Raumschiff evakuieren kann. Viele wichtige Dinge, die man da untersuchen sollte und mit dem Paralympics-Medaillengewinner McPhail hat man mit Sicherheit einen guten Kandidaten. Für alle, die auf eine erste deutsche Astronautin gehofft hatten, ist vielleicht ein kleiner Trost, dass Nicola Winter als Reserveastronautin ausgewählt wurde. ESA-Ministerratskonferenz
Winter is coming. Der ein oder andere kennt die Kampfpilotin vielleicht als Kandidatin aus der privaten Initiative Die Astronautin. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, siehe Matthias Maurer, der auch als Reserveastronaut gestartet ist und dann nachgerückt ist. Und wie geht's mit den Trägerraketen weiter? Ja, soweit ich das verstanden habe, wurde im Vorfeld der Ministerratskonferenz zwischen Deutschland, Frankreich und Italien eine Vereinbarung getroffen, dass bis 2024 ein neuer Rahmen für die öffentliche Finanzierung von Trägern wie Ariane 6 und Vega C erfolgt. Soll dann ein Mechanismus geben, der Anreiz zur Kostensenkung schafft. Vermutlich der größte Verhandlungserfolg für Deutschland, dass neue kleine Trägerraketen für Missionen der Europäischen Weltraumorganisation in Frage kommen können. Das ist mit Sicherheit wichtig, um den neuen Raketen anfänglich etwas zu tun zu geben. Während man im Astronautenprogramm immer nur Bittsteller war und auch bleiben wird, hat man sich bei Rosalind Franklin Rover entschieden, es jetzt doch selbst anzugehen. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine war der Rover ja ohne Proton-Rakete und russische Landestufe. Die Landestufe hat man nun beschlossen, überwiegend mit europäischer Technik selbst zu entwickeln, wobei man ein Triebwerk mit variablem Schub voraussichtlich von der NASA bekommen wird. Auch der Start soll mit einer amerikanischen Rakete erfolgen. Da die Agenturen sich nicht offiziell gegenseitig Geld zuschieben dürfen, wird es dafür eine Gegenleistung aus Europa geben, Stichwort Bartern. Start des Rovers ist aber nicht vor 2028. Kommen wir zu den Starship News. Es war Thanksgiving und so war es in den USA ganz offensichtlich eine ruhigere Woche. Auch wenn Elon Musk dafür bekannt ist, seine Belegschaft auch mal ganz gern zu Feiertagen zur Arbeit zu motivieren. Ja, der ist ja aktuell mit seinem blauen Vogel beschäftigt. Verfolge ich beiläufig. Ob ich mir da Sorgen um SpaceX mache? Nö, ich denke, da gibt es genügend gute Leute, die den Laden auf Kurs halten. Und eine kleine Abwesenheit vom Chef wirkt ja in vielen Teams auch mal Wunder. Auch wenn das die wenigsten Chef-Egos ertragen. Faustformel, der beste Chef ist der, der seinem Team so sehr hilft, sich selbst zu helfen, dass er sich überflüssig macht. Eine SpaceX-Neuigkeit gab es dann aber doch. Für mich spannend, dass nun bestätigt wurde, was viele schon vermutet hatten. Der Rohstahl für SpaceX, Starship und Tesla Cybertruck kommt vom selben Lieferanten aus Texas. Bei Cybertruck war schon länger klar, dass Steel Dynamic Inc. mit seinem neuen Stahlwerk in Sinton, Texas, den Rohstahl produzieren wird. Fun Fact: Das neue Steel Dynamic Stahlwerk liegt mit 170 Meilen nach Austin und 180 Meilen nach Boca Chica genau zwischen den beiden Produktionsanlagen von Cybertruck und Starship. Bei 1,5 Millionen Vorbestellungen für den Cybertruck, die Tesla bereits eingefahren haben soll, wird man das Rohmaterial mit Sicherheit auch zum Vorzugspreis für das Starship beziehen können. By the way, sollte das mit den 1,5 Millionen Vorbestellungen stimmen, würde das bei dem ursprünglichen Preis von 40.000 US-Dollar für den Cybertruck 60 Milliarden Dollar Umsatz entsprechen. Das ist ein Umsatz durch Vorbestellungen wie der Börsenwert von manchem deutschen Autobauer. Aber es wurde ja schon von Elon Musk bestätigt, ja, dass der Preis von 40.000 US-Dollar nicht zu halten sein wird. Wie viele Vorbestellungen dann wirklich abgerufen werden und wann der Cybertruck in Volumenproduktion läuft, ja, das bleibt abzuwarten. Dass sich beide Projekte, Tesla Cybertruck und SpaceX Starship, gegenseitig befruchtet haben dürften, ja, ich denke, das ist offensichtlich. Mich würde ja interessieren, was waren da zuerst da? Die Idee, bei Tesla ein Auto wie den DeLorean aus Edelstahl zu bauen oder das Starship von CFK auf Edelstahl umzustellen? Wenn du es weißt, schreib mir und den anderen gern in den Kommentaren. Aber auf Senkrechtstarter geht es ja um Raketen und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Am Sonntagnachmittag, den 27. November, soll um 16.30 Uhr MEZ eine Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe von Plesetsk aus starten. An Bord ein GLONASS-M-Satellit, das ist der russische Pendant zum amerikanischen GPS. Am Dienstag, den 29. November, ist ein Langer Marsch 2F-Start geplant. Genau, mit chinesischem Shenzhou-Raumschiff. Die dreiköpfige Crew von Shenzhou 15 fliegt zur chinesischen Raumstation, wo sie von der Crew von Shenzhou 14 in Empfang genommen wird. Jetzt, nach Fertigstellung der Station, ist auch dieser fliegende Wechsel möglich. Damit wäre China nun tatsächlich in Besitz eines dauerhaften Außenpostens im All. Startzeit ist 16.08 Uhr MEZ und Startplatz ist Jinquan. Am Mittwoch, den 30. November, startet voraussichtlich SpaceX eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten. Startplatz ist die Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, Startzeit wird noch bekannt gegeben. In China ist für Mittwoch ein Langer Marsch 2D-Start mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten geplant. Startplatz wäre Xichang. Wurde mehrfach verschoben, unter anderem, weil es noch keine Starterlaubnis gab, der Start des Launcher One von Großbritannien aus.
gleich ist ja jetzt am Mittwoch soweit. Auch hier würde die Startzeit noch bekannt gegeben. Launcher One, das sind die Raketen, die von einer Boeing 747 fallen gelassen werden, bevor sie dann in den Himmel rauschen. Stichwort Air Launch. Auch am Mittwoch will SpaceX von Cape Canaveral aus eine Falcon 9 mit zwei kommerziellen Nutzlasten zum Mond starten. Hauptnutzlast ist der Hakuro-R-Lander der japanischen Firma iSpace. Der Lander soll unter anderem einen Mondrover für die Vereinigten Arabischen Emirate zum Mond bringen. Fun Fact: sekundäre Nutzlast ist der CubeSat Lunar Flashlight. Der sollte eigentlich mit Artemis 1 fliegen, hat aber das Integrationsfenster verpasst. Startzeit dieser Falcon 9 ist 9.39 Uhr MEZ. Ich weiß, habe ich schon öfter angekündigt und bisher ist immer nichts geworden, das chinesische Raketenstartup Landspace könnte am Samstag, den 3. Dezember, seine Sukhoi 2 auf ihren Jungfernflug schicken. Das könnte bei einem Erfolg die erste Rakete sein, die mit einem Methalox-Triebwerk einen Orbit erreicht. Dass es heißer wird, kann man auch an aktuellen Satellitenaufnahmen sehen, die zeigen, dass sich die Rakete aktuell auf der Startrampe befindet. Wenn du up-to-date bleiben willst, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ich versuche von Senkrechtstarter zu leben und eine Familie zu ernähren. Das ist mit so einem nischigen Thema Raumfahrt nicht ganz einfach. Ohne die Schutzengel, die Senkrechtstarter regelmäßig durch ihre Spenden monetär unterstützen, hätte ich schon längst aufgeben müssen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wenn auch du helfen magst, Senkrechtstarter zu finanzieren, freue ich mich, wenn du dem Video hier einen Super dalässt oder dich für eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft entscheidest. Als kleines Dankeschön gibt es ja für meine Schutzengel alle Videos vorab und ohne Werbung und auch die Interviews und Fabrikbesuche in der Langfassung. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.